Hallöchen. Und ja, doch, guten Morgen. Aber heute habe ich geschlafen und mich ausgeruht. Ja, mein Tag war ganz schön aufregend gestern, weil ich ja der erste Arbeitstag nach meinem Geburtstag, aber war sehr schön, habe einen sehr schönen Geburtstagstisch bekommen und schön gesammelt haben sie für mich, ja. Naja, deswegen konnte ich heute auch wieder besser schlafen und aber trotzdem gibt es heute ein Video, weil auch das Türchen wieder sehr interessant war, wie ich fand. Wir machen wieder eine Karte. Diesmal ohne Aquarell, sondern mit den Glitzerstiften. Also wenn ihr irgendwie so eine, auch so eine Art Glitzerstifte habt, dann könnt ihr am Ende des Videos schauen. Ansonsten öffnen wir heute Tür 17. Morgen wird es kein Video geben. Ich habe schon ein bisschen geschmökert. Da gibt es wieder eher so einen Entspannungsteil. Und außerdem gibt es morgen mein nächstes DIY-Card-Making-Blog-Video. Okay, aber jetzt erstmal zu Türchen 17. Ich trinke heute einen. Schmecken tue ich es ja immer nicht. Die sind immer sehr kräuterig. Hagebutte, Holunder, Lindenblüten, Rosenblüten, Zitronen, Thymian, Kardamom. Ich finde, also da sind ja immer so Weihnachtsgewürze, die sind ein bisschen schwach. Okay, wir stimmen uns mal ein. Oh, irgendwie habe ich heute einen Zittrig. Heute haben wir gemeinsam musiziert. Nein, wir sind keine Musikgenies, eher Kategorie Kinderlieder. Ich sag's dir, das hat so glücklich gemacht. Wir haben gestrahlt und zum Schluss sangen wir sogar noch einen Kanon. Naja, also das mache ich jetzt so in der Form nicht, aber natürlich höre ich Weihnachtslieder, habe ich ja gestern schon erzählt. Ich habe so eine Platte aus der Kindheit, also zwei sind die Lichter angezündet, ist das einmal und dann noch so eine Weihnachtsplatte, die ist aber mehr so für den Heiligen Abend, ein bisschen sakral. Aber die mit denen sind die Lichter angezündet. Wer aus der ehemaligen DDR kommt, der kennt bestimmt die Platte. Die ist einfach so toll und die kann ich hoch und runter singen. Und wenn ich Bock auf Weihnachtsstimmung habe, mache ich mir die an und singe ganz laut mit. Ja, das ist schön. So, jetzt habe ich es wieder im Kopf, das Lied. Super. Aber egal. So, unser Deklatterspruch heute ist auch nicht schlecht. Schreibe alle Dinge auf, die du in nächster Zeit kaufen willst und streiche dann zwei Dinge von dieser Liste. Also, naja, ich muss mal sagen, ich möchte ja eigentlich in nächster Zeit nichts mehr kaufen. Passt ja auch ganz gut, Lockdown. Aber Lebensmittel zählen nicht. Aber ich kann es trotzdem mal machen, was ich noch so im Kopf hatte, was ich brauchte. Und dann mal gucken. Finde ich eine super Idee. Kann man sich ja auch mal aufheben für dann, wenn man wieder mal eine Liste hat. Weil die meisten Dinge, die man sich so kaufen will, braucht man nicht. Ich sehe gerade meinen Tisch. Ah! Ich arbeite ja auf einem Holztisch und irgendwie muss ich da. Ach du Schande. Grün und roten Stempelkissen drauf gehabt haben. Das ist nämlich das von Stampin' Up, das sehe ich. Naja, ich schweife ab. Okay, Türchen Nummer 17. Trommelwirbel. Stifte. Also hier die 17. Tada! Noch mehr von den Glitzerstiften. Ich habe ja schon hier Sneak Peeked. Ich wusste das ja schon. Ich bin nämlich gestern Nacht 12 ins Bett und habe schon geschmökert. Und dann habe ich gedacht, hä? Die habe ich doch schon. Und das gucken wir jetzt mal. Aber nee. Also ich habe ja schon Gold und das ist eher so ein Orange-Gold. Dann habe ich schon Grün, aber das ist eher so ein schönes Olivgrün oder so. Finde ich toll. Und ich dachte auch, ich habe das, aber das ist eher ein Lila und was ich schon habe, ist so ein Pink. So, also habe ich schon. Habe ich noch mehr? Der hier ist drüber auch noch ein Glitzer. Habe ich schon eine schöne Palette. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar mehr Brushletterstifte, weil das ist jetzt hier schon. Wobei Gelb fehlt so ein bisschen, aber gut, das ist ja eher das hier. Aber schöne Stifte und da kann man tolle Karten machen. Wie gesagt, geht mal auf die YouTube-Seite oder auf die Insta-Seite von Stabilo. Die haben auch schöne Ideen für so Karten mit den Stiften. So, dann lesen wir mal. Ja, hier ist schon wieder die 18, aber gut. Also, ihr seht schon, hier sind schöne Karten. Der Stabilo Pen 68 Metallic, also die Stifte heißen so, kommt am besten auf schwarzem Papier zum Ausdruck. Im Einschubfach findest du schwarze Bögen Karton, die du für Karten mit metallischen Effekten nutzen kannst. Sie liegen ganz oben im Einschubfach, weil sie keine speziellen Türchen zugeordnet sind. Hier zeige ich dir ein paar Inspirationen, wie du deine Postkarte im Metallic-Stil gestalten kannst. Also, ich hatte jetzt nur eine da drin. Ich weiß nicht, ob ich die anderen schon verbummelt habe. Also es war eine A5-Seite, die habe ich mir schon zurechtgeschnitten auf Kartenformat. Als Aufleger so. Und
Ja, dann werden wir mal hier so was werkeln, wa? Würde ich sagen. Ich bin am besten, am liebsten bin ich für das hier, weil das andere sieht ja schon doch eher wieder kompliziert aus. Das mache ich lieber ohne euch, oder? Wir schauen mal. Also, wir fangen mal mit dem an. Also, Stift Platz gemacht hier. Karten raus. Also, wer schwarzen Karten. Also, ich finde, das ist so eine gute Idee. Ich habe ja viele in diesem Actionblock, wo diese drei. Also schwarz, weiß und Kraft drin ist. Da sind ja immer dicke Papiere drin und dünne. Und für die dünne habe ich immer nicht so viel Verwendung. Und die kann man ja super sich zurechtschneiden als Kartenaufleger, wie ich finde. So, dann liegen wir blöd. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Also ihr könnt ja, ich halte das nochmal wieder ins Bild hier für alle, die mal einen Screenshot machen wollen. So, und ich probiere jetzt mal erstmal auf einem anderen Stück. Ach so, erstmal genau, wir probieren mal die Stifte noch mal aus. Auf unser Stift-Teleste. 17er, also der wart. Ja, der ist schöner. Jetzt mal im Vergleich zu dem anderen Gold, das ist ja so Grüngold. Denn dieser grüne war es. Der ist auch schön. Schöne Farbe. Und lila, glaube ich. Ne? Ja, der ist ja schön kräftig. Das ist der andere, der ist eigentlich, naja, schon so ein bisschen ähnlich. Okay. Nicht weglegen. Ich brauche ja meine Vorlage. Ohne Vorlage bin ich aufgeschmissen. Aber ich muss mal sagen, also. Ich finde das gut, dass ich das mache. Ich finde das auch gut, dass ich das mit euch mache, weil es ist ja so, wenn ich das jetzt nicht mit euch gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das ausgepackt und halt so hingelegt und gemacht, wenn ich mal Bock hätte. Aber durch euch, das ist ja sowieso meine Intuition gewesen, am Anfang YouTube zu machen, weil ich sonst nichts mache, ne? So, ich werde das diesmal mal ganz praktisch angehen und mal die Seite mir ein bisschen mit dem Bleistift aufteilen, halt mir jetzt über, weil mein Problem ist ja noch, also das ist 10,1 durch 2 wäre also 5. Dann mache ich es ein bisschen hier und hier ist dann so meine Linie, dachte ich mir. Dann ziehe ich mir mal so eine marginale Linie, die kann ich ja nachher wieder weg machen, damit ich ein bisschen das hinkriege. Also gut, ich schweife schon wieder aus. Ich wollte nur sagen, ich finde das gut, weil so habe ich die Dinge wirklich auch ausprobiert und gemacht. Und ich habe ja wirklich nur mit euch hier im Video geübt und vielleicht mal so eins wie mal so für mich. Und auch trotz dessen, da bin ich besser geworden. Und das war ja mein Ziel. Deswegen habe ich mir diesen Kalender bestellt, damit ich das mache. Und ich habe es mit euch zusammen gemacht, damit ich es eben auch mache. Weil ihr wisst selber, wie das ist. Man guckt und macht und macht halt nicht wirklich. So, warte mal. Aber jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. 1. Ich werde mir das auch mal hier hin zeichnen. 1, 2. Das ist dann so. 3, 4, 5. Dann sieht das, kommt jetzt schon wieder nicht hin. Okay, ich werde es mal versuchen. Schon ein bisschen wieder groß, glaube ich, aber egal, frohes Fest. Aber ihr seht auch, also das finde ich eben auch, meine Schwünge sind zwar noch so ein bisschen zitterig, aber ich bin viel ruhiger geworden und sicherer, finde ich jetzt so. Und viel, also, wartet mal jetzt das O. Viele von euch schreiben mir das auch. Guck mal, die Farbe finde ich schon mal schön. Durch das Einteilen jetzt, mal sehen, ob ich jetzt zu viel verspreche, ist es doch dann am Ende relativ, kommt das gut hin, glaube ich. Jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen größer werden. Das war jetzt wieder zu groß.
Aber sowas hier, die Art Schrift, die geht dann wieder, finde ich, weil es halt meiner natürlichen Neigung so ein bisschen entspricht. Ja, das S ist jetzt ein bisschen anders, aber ein bisschen eigenen Stil kann man ja auch haben. So. Ah, das war jetzt falsch. Scheiße. Naja, egal. Also ich finde den schön. Der ist so orange-gold. Also metallic. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen. Aber gut, machen wir bei Fest. Dann halt. Fest hat 4 Buchstaben. 1, 2, 3, 4. Ja, passt ja. Aber wartet mal irgendwie. Ist das doch eher hier. Vom Ding her. 3,3. 3,3, ja, hier so. Würde ich sagen. Ihr seht, ich helfe mir, weil ich es auch mal schöner haben möchte, doch ein bisschen aus. Aber ich glaube, so haben die anderen auch alle angefangen. Mal, sage ich jetzt mal so. Also, warum soll ich das anders machen? Ja, also jetzt entspannt mich das hier auch mittlerweile schon wirklich, so wie es ja auch sein soll. Wenn ich mich ein bisschen, ihr merkt das, glaube ich, auch, dass ich dadurch ein bisschen ruhiger geworden bin. Wie gesagt, gestern war ich ja total gestresst, weil ich eben wegen meinem Geburtstag da, ich bin da irgendwie auch ein bisschen komisch, dass ich mich da immer so aufrege drüber, aber naja, so ist es halt. Aber sieht doch schon gut aus hier. Das ist jetzt hier ein bisschen wie ausmalen. No. Jetzt machen wir das fest noch. Machen wir mal ein bisschen comic-mäßiger. Das ist nämlich anders. Ihr macht irgendwie. Aber ihr seht, diese Stifte sind halt echt super für so Cardstock. Schwarzen und wie gesagt, das ist ja auch eh eine Sache, die ich irgendwie so ja nicht. Aber ihr seht, ich male ab, ne? Freihändig würde ich das jetzt. Also selbst hier so, also so wie bei meinen Karten, da habe ich ja selbst so meine Ideen und also klar auch irgendwo mal abgeguckt. Aber da ist das Repertoire im Kopf halt bei mir schon viel größer. Während das hier. Huch, naja, hat jetzt nicht so geklappt. So ein bisschen schwieriger ist. Da male ich halt erstmal noch ab. Ist halt so. Und aber so habe ich auch mit den Karten angefangen. Also mit Karten und vor allen Dingen ja mit Mini-Alben. Am Anfang konnte ich da auch nichts. Also, da habe ich einfach nachgemacht. So ist das doch. So, fest. Puh. Ja, das war jetzt ein bisschen doof, wa? Aber im Prinzip, wenn man das jetzt schon ein bisschen besser kann, ist das auch schnell gemacht, ne? So. Ja. Die haben so ein bisschen dicker gemacht. So ist es halt. So, das Radieren kann ich jetzt noch nicht machen, weil bei den Stiften muss man echt aufpassen. Auch schon, dass man mit der Hand nicht raufkommt. Die sind halt wirklich total saftig. Und ja, jetzt so einfach ganz viele Punkte. Naja. Das kann ja dauern. Mache ich mal im Schnellvorlauf. So, ich habe jetzt doch nochmal die Punkte rausgenommen. Also ihr seht, also ich finde das echt schön. Und aber ich habe mich doch trotz Abmessen hier mit der
Ist hier so eine leere Ecke. Und jetzt will ich nochmal mein Lieblings-Ilix, habe ich gelernt. Also ich wusste eigentlich, dass das so heißt. Ich wusste nur nicht mehr. Ist mir nicht eingefallen, jetzt so wie ich es gehört habe, ja. Mit dem anderen schönen grünen Stift hier habe ich mir hier schon mal ein Ilix vorgezeichnet. Und dann mit dem anderen mache ich die Beeren. Jo. Ich bin voll happy mit Discord. Und jetzt ist noch die Frage, also ich muss jetzt noch die Bleistifte wegmachen mit Weiß drunter. Ich bin auch doof. Oder mit. Also ich glaube, ich mache es dann mit Kraft drunter. Das passt besser zu der Schrift. Und ja, das war unser Türchen 17. Die anderen Karten mache ich dann ohne euch. Da übe ich noch ein bisschen. Vielleicht mache ich Fotos auf Insta rein. Und ja, dann danke ich euch wieder fürs Zusehen. Wie gesagt, morgen kommt kein Kalendervideo, sondern ein 16 Karten. Nee, warte mal. 13 Karten habe ich gemacht aus diesem DIY-Cardmaking-Blog, aus dem anderen. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Dann ist schon bald der vierte Advent und Weihnachten rückt immer näher. Tja. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag und oder Abend, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.